Nee, bleiben wir lieber bei dem Ding. Obwohl, die Rüstungsklasse ist nicht schlecht, muss ich sagen. Ja, jetzt sollten wir uns mal auf beliebige Kampfkunst 4 konzentrieren. So, Steinkreis. Zu euren Diensten! Die Rune befiehlt. Zu Befehl. Jawohl! Ja, dann haben wir hier eigentlich alles geschafft. Ein Priester, eine Schützin. Für die beiden brauchen wir noch Level-Ups. Kriegen wir vielleicht jetzt noch unser Level-Up? Also als nächstes leichte Rüstung und kleine Klingenwaffen, dann mal wieder... Nee, dann Weißmagie und Leben. Dann können wir mal wieder auf Bogen gehen, weil wir möchten ja auch irgendwann mal den Bogen hier benutzen. Wie steht es? Ja, die Lager sind zerstört. Brannigans Armee ist zerschlagen. Die Lager sind zerstört. Brannigans Armee ist zerschlagen. Bei den Seelen des Morduin. Das sind seltsame Kräfte, über die ihr verfügt, Krieger. Kräfte, die euch bei der Erfüllung eurer Mission geholfen haben. Euer Auftrag hier ist beendet. Ihr könnt nach Hause. Ihr seid ein wahrer Freund des Hauses Utran. Jetzt, wo ihre Nachschublager zerstört sind, werden wir die Schwarze Faust aus Schiel vertreiben. Kommt weiter, rasten können wir später. Ja, durch den Schattenwald. Geht durch das Portal nach Schiel. Gucken wir erstmal, was wir so in den Truhen hier noch finden. Oh, jetzt kommen Elfen. Jo. Ja, geht also durch das Portal nach Schiel. So, das heißt, bevor wir weitergehen, nachdem wir durch das Portal sind... Endlich zurück in der Heimat. Aber bei den Feuern von Bargagor, was ist hier geschehen? Utran ist überrannt. Brannigans Truppen haben sich über ganz Schiel ausgebreitet. Sie sind überall. Ich fürchte, ich muss euch noch einmal um Hilfe bitten, Runenkrieger. Kommt mit. Ich kenne einen gut befestigten Außenposten. Wenn es noch Überlebende gibt, dann dort. Folgt mir. Ja gut, das heißt, wir müssen uns erstmal durch die Jungs hier durchkämpfen. Kommt! Folgt mir! Das ist ein Hinterhalt! So, noch ein Amethyst. Die haben ja keine Kiste versteckt. Goblin. Ja, ein ganzer Haufen wieder Tauren, die das einzige Monument hier bewachen. Barbaren.
Männer, seht doch! Einer ist zurück! Wird auch Zeit, dass ihr euch hier einfindet, Sergeant. Ich bin ebenfalls erfreut, euch zu sehen, Hauptmann. Hitlerin Ragnarok. Schönes Wortspiel. Gut, bevor wir hier mit irgendjemandem reden, wird es mal wieder Zeit zum Micromanagen. Also ja, wir haben eine Arbeiterrune Stufe 4. Also für Menschen. Und eine Elfenarbeiterrune Stufe 4. Wir haben eine Kämpferrune. Eine Schützenrune und eine Klerikerrune. Das heißt eigentlich, die vier können wir dann verkaufen. So, rüsten wir die mal aus. Du bist unser Kämpfer gewesen, also kriegst du wieder deine beiden Waffen. Kriegst die gute Rüstung und die gute Hose. Und einen von den Helmen. Ringmäßig ein einfacher Diebesring und ein Ring des Kampfrausches. Das passt zu dir. So, Schützin. Ein Eisendolch in die Hand und ein Silberbogen in die Hand. Das hier machen wir genauso. Ringmäßig. Magierring. So ein Ring. Was hat sie? Leichte Kriegskunst. Bogenarmbrust. Okay. Gut, dann bist du ausgerüstet und dann haben wir ihn hier noch. Eine Zauberkugel wäre okay. Wäre nicht schlecht. Na komm, gehen wir dir so ein. Geben dir die Robe. Wie sieht die eigentlich an dir aus? Ah, normaler. Na gut, dann kriegst du so eine Kugel. Weil das Zepter des Lichts kannst du nicht benutzen. Ringmäßig so einen und nochmal so einen. Und so eine Charisma-Maske noch dazu. Gut. Baupläne. So, die beiden rudimentärsten Elfen-Einheiten. Eine Wache für Nahkampf. Und eine Weitläuferin für Fernkampf. Ressourcengebäude haben wir. Die Holzfällerhütte, weil wir als Elfen nur Holz brauchen. Bärensammler und ein Jagdhaus. Ein Nahrungslager. Bogenturm. So. Da kommen wir mal bei Händlerin Ragnarok, dass wir ein bisschen zeuglos werden. Also erstmal runentechnisch können wir die vier verkaufen. Und ja, das wird nie richtig konvertiert. Oh, Förster und Sägemühle, die kaufen wir doch gleich mal. So, magiemäßig kann ich das hier mal verkaufen. Den Rest verkaufen wir dann bei späterer Gelegenheit. So, Nagelkeulen, die können alle weg. Die Dinger können auch mal alle weg. Den Eisendolch behalten wir mal. Fleisch dabei können wir eins verkaufen. Den Stahlbogen definitiv nicht, aber die Hornbögen können wir alle verkaufen. Davon können wir vier verkaufen. Von diesen Hosen können wir verkaufen.
Davon können wir ein bisschen was verkaufen. Ja, Feuerstahlschilde haben wir ja auch jede Menge. Verkaufen wir mal auch ein paar davon. Barbarenhammer. Davon haben wir auch so viele, da können wir einen behalten. Ja, und die Zauberkugeln. Verkaufen wir auch mal eine. So. Etwas mehr Geld, etwas weniger Platzverbrauch. Wir speichern mal, sicherheitshalber. So. Was sagt die Quest? Befreiung von Shiel. Ja. Im Shiel lagert eine große Armee Brannigans und blockiert den Weg zum Wildlandpass. Sie wird in den nächsten Tagen Lianon angreifen. Ein Vorschuss nach Osten auf dem Weg zum Pass freimachen und den Menschen in Shiel wieder Freiheit bringen. Ja. Es steht schlimm um das Haus Utra. Sie haben fast all ihr Land verloren. Vielleicht haben sie wertvolle Hinweise zur Strategie der Feinde. Die Lage ist im Westen. Bei den verfluchten Augen Zaras. Was für ein Ritt. Das war ein verdammt gutes Stück Arbeit, Freund. Ohne euch wären wir verloren gewesen. Wer hätte gedacht, dass uns ausgerechnet ein Runenkrieger die Hoffnung zurückgeben würde? Unsere Wege trennen sich hier, Einar. Ich muss weiter, tiefer ins Wildland. Rohan hat noch immer einen großen Vorsprung. Ihr werdet die Unterstützung meiner Leute brauchen, um die Monumente freizukämpfen. Sprecht mit Hauptmann Bahir. Er hat hier das Kommando. Ein zäher, misstrauischer Bursche. Lasst euch nicht von ihm abweisen. Viel Glück. Ja, spicken wir mal kurz in die Richtung hier. Weil hier sind zu viele Minotauren. Aber wenn die meisten Stufe 3 wären. Die Barbaren loswerden dürfte einfacher sein. Und natürlich die Minotauren hier oben. Portal nach Lianon. Hm. Standhalten, Männer! Runenkrieger, zu mir! Das ist ein Hinterhalt! Wir werden angegriffen! Das ist ein Hinterhalt! Ja, die Minotauren da kann ich zerlegen. Jedenfalls Teil davon. Es gibt weniger Spawner. Also ja, hätte ich jetzt schwere Kriegskunst. Und mehr Heilung. Wäre das noch viel leichter. Das war das, was ich am Anfang meinte. Mit, die Wombo-Kombo. Also ja, das Portal nach Lianon. Also ich will jetzt nicht versuchen, der ihre ganze Basis platt zu machen. Und die hier schaffe ich sowieso nicht. Und die da unten erst recht nicht. Ich will bloß die zwei Gebäude aus dem Weg haben. In der Hoffnung, dass dann hier oben keine Spawnpoints auftauchen.